Herzlich willkommen zu einer weiteren Folgekarte von Thüringen. Wir werden jetzt mal schnell den nächsten Anhänger holen für den LKW und dann werden wir uns den orangenen Drescher widmen, dass der auch mal leer gemacht wird, der gleich. Also schnappen wir uns hier hinten die Anhänger, die blauen, für den LKW. Die Zweier gespannt. Dann brauchen wir nicht so oft fahren, ne? Wir stehen kurz vor dem Stromschlag. Aber gut, das soll's. Ich habe das Gelände angepasst von der Höhe her. Das macht das nicht mehr so schlecht. Aber er hat zum Glück keine Kollision, also von daher ist es kein Problem. Hier müsste man so einen Abrissbonus Mod haben. Da könnte man, was man so nicht gebrauchen könnte, dann entfernen, ne? Weil die Halle und so ist ja mühsam. Na ja, gut, wer es mag, ne? Dann kann man auch Strohballen entsprechend manuell mit dem Fahrzeug entsprechend reinfahren, ne? Ach Gott, hier hat er entsprechend angepasst. Na ja, gut, macht ja nichts. Ein LKW ist schon so eine Sache, ne? Da geht es zügig. Aber muss dazu sagen, in den Kurven ist er sehr empfindlich. Also kann man ja schauen, wie die Lage aussieht. Das hat entsprechend schon ein bisschen weit weg und verschätzt. Gerade kräftig Gas geben, Bremse. Aber eine Gangschaltung kaufen, ne, das ist ja auch nicht schön. Zumal ist, wenn es hier nicht vorgesehen ist bei LS, dann ist es schwierig. Ja, da kommt dann nur durcheinander hier mit der ganzen Steuerung. Ja, wir könnten noch einige Felder kaufen, ne, aber wie gesagt, das ist aktuell finanziell nicht möglich. Und wir müssen mal schauen, was wir im Frühjahr alles verkaufen können, wie viel dabei rumkommt. Und dann können wir sehen, ob wir noch ein Feld kaufen. Die wir im Winter mit dem Wald den Wald abholzen können, ne? Wie viel wir schaffen. Weil in 3 Tagen ist ja viel Zeit, ne? Und verkaufen können wir theoretisch automatisch. So, gut. Die nächsten sind auch wieder voll. So muss es sein. Immer stramm am Limit hier. So, gleich den Abfahrer bedienen, ne, dass er gleich losdüst. Dann muss halt der andere ein bisschen warten. Ja, aber Hafer war es nicht so aufgefallen. Hafer hat ein bisschen weniger Trag. Ja, der erste voll wird, haben wir schlecht. So, Anhänger letzten gleich nehmen, der ist nämlich leer. Da fehlt noch ein bisschen was. Mir wäre lieber gewesen, ja schon losgefahren, dann wäre er wieder voll hier. Wäre er leer hier. Aber so. Der Schwarze ist leer. Voll. Gut, das ist nicht schlecht. Da sag ich doch, paar Zerquetschte haben gefehlt. Aber gut, das ist ist halt so, ne? Nächste. Brauchen wir gleich den nächsten?
ersten Drescher, den roten, dann geht weiter. Und nächstes Jahr werden wir uns noch drei verkaufen und drei andere kaufen. Mit, damit wir oben das erkennen, wer ja wo ist. Ne? Macht es ein bisschen leichter. Aber wie gesagt, im nächsten Jahr. Wir können die ja schon im Winter verkaufen, alles im Winter vorbereiten. Denn wir haben ja eben Frühjahr Stress mit der Aussaat. Naja, Stress. Muss halt gemacht werden, ne? Da haben wir für andere Arbeiten keine Zeit. Beziehungsweise weniger Zeit. Das ist jetzt Folge Nummer 7. Dienstag. Glaube ich. Könnte auch daneben liegen. Also, würde ich nicht ausschließen, dass ich mir da verrechnet habe. Also, die ersten zwei sind ja für Samstag, die nächsten zwei für Sonntag, Montag, ja, Dienstag, das passt schon. Kurz rechnen, Dienstag. Dann müssen noch weitere, ja genau, weitere 7. 7 Folgen, eine Stunde brauchen wir noch eineinhalb. Also 18 Uhr, da haben wir 19 Uhr. Ah, oh, das passt schon so. So früh schlafen gehen kann ich sowieso nicht. Ein Wunder Brot auftauen. Das darf ich nicht vergessen. Dann habe ich ein Problem. Oh, naja, gut, okay. Ein bisschen Diät kann mir auch nicht schaden. So, jetzt gucken wir 36, 20. Schauen wir gleich am anderen wieder. Was da passiert? Hat er da aufgehört? Ah. Mal schauen. Jetzt haben wir ein Problem, und zwar muss man drauf abklicken. Das ist nämlich, das liegt daran, dass er vorne so wieder ist, und er hat bestimmt das mal kurz genommen, dann hat er sich umgestellt. Das heißt, hier müssen wir ganz kurz den Schneidwerk wieder anschalten. Und dann müssen wir ganz kurz nochmal starten von vorne. Denn das ist ja jetzt nicht so. Also das liegt daran, wenn jetzt durch dummen Zufall mal ganz vorsichtig ausgedrückt die eine Sämaschine in eine andere Frucht reinbringt und das Schneidwerk dieses Frucht dann entsprechend nimmt, dann stellt sie das Schneidwerk um auf eine andere Frucht und dann nimmt er das nächste dann nicht mehr an. Wie hier in dem Falle vorne ein Stück Soja ist, obwohl auch nicht reif ist. Jetzt im Prinzip wegflügen müssen theoretisch oder untergruppern, dann wäre das Problem gelöst. Also dann wäre das weg und dann würde er da keine Sperenzchen machen. Jetzt muss ich dann manuell zurückgreifen. Ich könnte natürlich zurückfahren. Aber da, naja gut. Könnten wir auch im Nachbarfeld fahren, gehört mir ja nicht. Ne? Da ist wo der eine Soja bei der Aussaat ausgebüxt ist und einfach quer rüber gefahren ist. Muss ich jetzt halt so weit wie möglich rangehen und dreschen und dann gleich mal. Naja, das kriegen wir jetzt auch nicht ganz hin, aber gut, mal schauen.
Ist halt so, ne? Grad, Mann, es wird richtig warm im frühen Herbst hier. Ja, dass die Gerste so spät dran ist, liegt aber auch daran, naja, einen Tag haben wir verschenkt durch Regen und da wir erst im Frühjahr ausgesät haben, ist es etwas ungünstig, weil der Rhythmus, der Zeitrhythmus ist ja hier vorgegeben. Aber normalerweise ist ansonsten die Erntezeit nicht so groß, kein großer Unterschied, weil die Natur gleicht sich immer irgendwie aus. Lassen wir ein bisschen was stehen, das ist ein bisschen besser, als wenn wir hier nochmal ansetzen müssen. Aber hier vorne hat er was genommen und das war entsprechend dann deutsch ungünstig. Ja, machen wir gleich auf. Gleich leeren, ist erledigt. Nur im Frühjahr ist meistens recht früh trocken und da haben die Pflanzen allgemein Startschwierigkeiten durch die fehlende Feuchtigkeit. Und wenn, denk mal, im Herbst ist es günstiger von der Feuchtigkeit her. Es kann besser, die Wurzeln können wachsen. Ne? So denke ich mir das jedenfalls. Also ob das so ist, ist ja allgemein so, Bäume pflanzen soll man auch im Herbst machen, da die entsprechend in der Zeit haben, dass die Wurzeln wachsen können. Ne? Zumindest der Baum sich das Wasser dann im Frühjahr rechtzeitig starten kann. Ne? Denn die Wurzeln wachsen auch immer erst, wenn die entsprechend versorgt werden vom Blattwerk mit ihren Zuckerlösungen. Ne? Und wenn der Baum früh drin ist, dann kann er entsprechend auch früh anfangen. Ne? So, ist dann im Grunde egal, die Ecke mit dem E. Müssen wir halt den fliegen lassen erstmal. Ob wir mehr aussehen oder ernten, werden wir sehen. Glaube eher nicht. Wir werden da extra nicht herfahren. Das Nachbarfeld werden wir auch nicht ernten. So viel kann es nicht einbringen in der Ernte. Aber mal sehen. Die Farbe ist nicht gleich. Die ist hier da rechts orange. Ja. So, na, liegt ein Punkt. Muss ich mal richtig Punkt wild. Macht er, gut. So. Der fährt da gut, das passt. Ist ja auch fast erledigt, das Feld hier, ne? Das ist ja nicht mehr viel. Ersten oder den zweiten? Nehmen wir den zweiten, der hat er eh. Der muss eh hinterher kommen, ne? So viel passt ja hier nicht mehr rein. Ja, der weiß genau, was voll ist, ne? Ja, die Ernte klappt ja mit Kursbrei am Anfang. Was nicht klappt, ist ein Abfahren, ne? Das ist, das funktioniert halt nicht, ne? Das ist meine Erfahrung jedenfalls. Man müsste mal probieren, mal wieder. Aber meistens, wenn die jetzt zwei Fahrzeuge haben, das wird dann nichts. Mit zwei wird schwierig und bei einem. Besonders dann, wenn das Feld ziemlich eng ist, wo er wieder runterfährt, dann musst du schauen, ob dann klappt das nicht. Das ist besser, man macht das gleich selbst. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist mein Abfahrer? Weit weg. Schon zu sehen, aber Karte. Ah, da ist er schon. Ah.
Der grüne Blitz mit den gelben Rädern. Ob's ist auch leer. Könnte auch passieren. Gucken oben, da müsste leer sein normalerweise. Da müsste anzeigen sonst Gerste. Nicht stehen bleiben. Wenn du fährst weiter, dann kriegst du ein paar Ohren hier. Bei Thüringen, bei der Marsch ist er abgehauen. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal hiervon aus Tschüss und Ciao, Ciao. Man sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.